Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute bin ich echt richtig aufgeregt und das liegt tatsächlich hier an meinem Videopartner, nämlich dem Mazda CX-60. Und den dürfen wir heute gemeinsam fahren, nämlich mit dem 3,3 Liter Reihen 6-Zylinder Turbodiesel. Ja, ihr habt richtig gehört, ein 3,3 Liter Reihen 6-Zylinder Turbodiesel. In der heutigen Zeit, 2023, in Deutschland ein nagelneuer Turbodiesel, dann auch noch ein solch großes Triebwerk in einem stattlichen SUV. Ist das nicht komplett aus der Zeit gefallen, werdet ihr euch jetzt fragen? Ich bin der Meinung, nein. Warum das der Fall ist, das werde ich euch heute genauer erklären. Wir werden gemeinsam mit dem Mazda CX-60 eSkyActiv D200 auf Verbrauchsrunde gehen. Wie üblich 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% und Stadtverkehranteil. Da wollen wir herausfinden, wie sparsam ist der Sechszylinder, wie fährt sich der CX-60, was sind seine Vorteile, was kann er vielleicht nicht so gut. All das werdet ihr fahren, wenn ihr jetzt dranbleibt, den Kanal abonniert und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Und dann würde ich sagen, wir steigen ein, es fängt an zu regnen und los geht die Fahrt im Mazda CX-60 Turbodiesel. Der Mazda CX-60 reiht sich in die Mazda-Familie einwandfrei, designtechnisch ein. Großer Kühlergrill in der Mitte, die schmalen Einzelscheinwerfer-Elemente, die wir hier haben. Zudem eine Karosserie, die ja auf einer Hinterradantriebsplattform basiert, die speziell eben für diese längs eingebauten Sechszylinder-Triebwerke entwickelt wurde. Das erkennt man auch sofort, wenn man den Wagen einmal tatsächlich vom Seitenprofil her anschaut. Da sieht man, dass das Fahrzeug sehr schön von der Proportion auf die Hinterachse verlagert wird. Wir haben einen sehr großen Vorderbau, wo sich eben das Triebwerk drin befindet, einen langen Radstand und dann das Greenhouse, also die Fahrzeugzelle, die sich eher nach hinten orientiert und das Fahrzeug schön auf der Hinterachse proportioniert. Und da auch einen schönen breiten Abschluss bildet mit den breiten schmalen LED-Scheinwerfern. Wir haben in unserem Fall hier wunderschöne 19 Zoll Räder verbaut. Die gehören zur Homura-Ausstattung. Es gibt den Mazda CX-60 in 4 Ausstattungslinien. Centerline, Exclusive Line, dann der Homura, der sportlich ausorientierte Top-Ausstattung. Und dann den Takumi, der dann noch mehr in japanische Handwerkskunst eingeht mit Stickereien und aber eben nur weißem bzw. hellem Interieur. Das muss man mögen. Leider ansonsten die Fahrauswahl sehr eingeschränkt. Den Homura gibt es eben im Innenraum dann mit komplett schwarzen Elementen, die allerdings dann mit so kupferfarbenen Ziernähten etwas aufgehübscht werden. Blicken wir dem Mazda CX-60 hinter die elektrisch öffnende Heckklappe. Dann gibt er einen großzügigen, gut nutzbaren Kofferraumpreis. 570 Liter ist das Standardladeraumvolumen. Da liegt er jetzt eher im Durchschnitt, nicht gerade am oberen Ende der Skala gegenüber den Konkurrenten, die da ja wären, gerade aus Deutschland, der Audi Q5, der BMW X3 oder der Mercedes GLC. Während es BMW und Audi noch mit Sechszylindermotoren gibt, ist das bei Mercedes ja komplett hinfällig mittlerweile. Der maximale Stauraumvolumen, wenn man dann die Rücksitzlehne im Verhältnis 40-20-40 umlegt, dann hat man 1726 Liter maximalen zur Verfügung. Leider kein ebener Laderaumboden, sondern eine leicht ansteigende Laderaumfläche. Bisschen schade oder vor allem erstmal positiv muss man sagen, dass man das mittlere Teil komplett umlegen kann. So hat man eine Durchreiche und kann auch lange Gegenstände, ohne dass man die Außensitzpositionen angreift, komplett durchladen. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben auch ein Trennnetz, was sogar hinter der ersten Sitzreihe installiert werden kann. Also das auch für Transportfreunde echt von Vorteil. Auf der Rücksitzbank dann sind die Platzverhältnisse gut. Mit meinen 1,78 Meter sitze ich hinter meinem imaginären Ich mit genügend Kniefreiheit. Kopffreiheit ist auch gegeben, trotz des hier verbauten Glaspanoramadachs. Also das einwandfrei. Einziger Nachteil, den ich sehe,
ist, dass wir keine Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern haben. Die würde ich mir wünschen. Gerade als Familienvater wünscht man sich da doch eine Verdunklungsmöglichkeit. Eine Sonnenschutzverglasung gibt es hier beim Humura bereits ab Werk. Zudem gibt es zwei USB-C-Anschlüsse und eine 230 Volt Steckdose hier in der Mittelkonsole. Luftaustritte. Isofix gibt es nur im Fond auf den Außensitzbahnen. Daher würde ich mir noch wünschen, dass man den Beifahrersitz auch mit einem Isofix-Haken versieht. So könnte man zumindest drei Kindersitze in so einem großen SUV gut unterbekommen. Fahrer und Beifahrer sitzen in der ersten Reihe dann äußerst bequem. Wir haben gut ausgeformte Ledersitze, die hier elektrisch einstellbar sind mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite. Zudem gibt es eine elektrisch einstellbare Lenksäule hier mit dem sogenannten Convenience-Paket, was man dann noch ordern kann. Und was mir auch gefällt, ist, dass die Sitze nicht nur beheizbar, sondern auch belüftbar sind. Wir haben auch eine Lenkradheizung. Also hier ist der CX-60 wirklich gut aufgestellt, was die Klimatisierungsmöglichkeiten hier im Innenraum gibt. Auch das Großpanoramadach sorgt nicht nur für viel Licht im Innenraum, sondern es lässt sich auch öffnen und lässt somit auch eine gewisse Luftzirkulation zu oder eben Frischluft hinein, wenn man das dann so möchte. Der Blick auf den Armaturenträger zeigt auch dann klassische Mazda-Handwerkskunst. Alles super schön aufgeräumt und genügend haptische Tasten, nicht überfrachtet, sondern genügend Tasten, dass man das Fahrzeug wirklich wunderbar blindlings fast schon bedienen kann. Also eine hervorragende Ergonomie. Wir haben die Tasten am Lenkrad, die so positioniert sind, dass wir auf der linken Seite noch Audio- und Bordcomputer-Informationen haben. Auf der rechten Seite geht es dann um Thema Fahrassistenz bzw. Tempomat. Wir blicken dann auf ein 12,3 Zoll großes Kombi-Instrument. 12,3 Zoll auch zusätzlich genauso groß das Multimedia-Infotainment-System mit einem senkrecht stehenden großen Display hier auf dem Armaturenbrett, aber so ein bisschen in den Armaturenbrettträger eingelassen. Das gefällt mir wirklich gut, hat Mazda sehr schön gelöst. Apple CarPlay und Android Auto gibt es hier auch, zudem auch wireless umgesetzt. Also auch hier echt einen Daumen nach oben. Die Bedienung erfolgt bei Apple CarPlay und Android Auto zusätzlich zum Controller in der Mittelkonsole auch via Touch. Ansonsten ist der Bildschirm in Stand als Touch zu bedienen. Während der Fahrt soll sich der Fahrer über den Drehdrücksteller hier in der Mittelkonsole helfen und die eben Favoritentasten, die darum orientiert sind. Das orientiert sich übrigens auch am BMW iDrive Konzept, was ja wirklich meiner Meinung nach schlicht und ergreifend, was die Bedienbarkeit hier im Infotainment-Bereich angeht, einfach Benchmark ist. Also hat sich Mazda hier einfach auch bei BMW entlehnt. Was typisch auch für BMW war, ist so ein bisschen dieses Richtung Fahrer hin orientierte Cockpit. Das hat man bei dem CX-60 jetzt nicht so extrem. Lediglich der Monitor ist so ein Tick zum Fahrer hin orientiert. Aber alles wunderbar ablesbar. Und darunter haben wir dann auch eine Klimaautomatik, die eben genügend Möglichkeiten gibt, hier haptisch einzugreifen. Sowohl die Temperaturregelung als auch die Sitzklimatisierungsmöglichkeiten sind hier wunderbar einstellbar. Darunter eine Induktivladeschale für Smartphone, wobei ich sagen muss, die ist ein bisschen zu schmal, da können breitere Geräte nicht optimal geladen werden. Da wäre es schön, wenn man da nochmal eine Fläche irgendwie überarbeitet. 12 Volt Steckdose gibt es da. Dann kommt der Schaltknauf für das 8-Gang Automatikgetriebe, was wir hier haben. Und davor ist der Mi-Drive-Schalter, wo man eben das Ansprechverhalten des Fahrzeugs und die Lenkung entsprechend ein bisschen einstellen kann. Zudem gibt es da noch im Display eine schöne Anzeige. Alles wird ein bisschen rot, typisch sportlich. Zwei Modi gibt es nur, Normal oder Sport. In den meisten Fällen fährt man schlicht und ergreifend im Normalmodus. Der funktioniert einwandfrei. Ein großes Mittelarmlehnenfach gibt es hier auch noch, so im Schmetterlingsdesign, öffnet eben in beide Richtungen. Da gibt es noch genügend Ablagemöglichkeiten, zwei USB-C-Anschlüsse und eben auch die Möglichkeit, hier noch genügend Staumaterial unterzubekommen. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Highlight. Und das steckt hier unter der Motorhaube. Und das ist ein 3,3 Liter Reihen-Sechszylinder Turbodiesel, den Mazda hier im CX-60 bringt. Ein Triebwerk, welches so, ja, ich sag jetzt mal Petrolheads, deren Herzen durchaus höher schlagen lässt. Denn ein Reihen-Sechszylinder sorgt einfach für ein schönes Klangbild. Er
arbeitet unheimlich vibrationsarm, eigentlich quasi vibrationsfrei, dreht wunderschön aus, hat auch eben, wie gesagt, eine schöne Klangkulisse. Und als Diesel hat das dann auch noch so einen richtig schönen kernigen Klang, der so ein bisschen tief und kehlig ist. Das kennt man vom BMW eigentlich nur. Und jetzt kennt man das auch bei Mazda. Und ich muss ja sagen, es ist schon ein etwas kuriose Art, dass Mazda nun auf einmal einen Turbo-Diesel bringt und dann auch noch so ein großes Triebwerk eben mit über 3 Liter Hubraum. Aber hier in der Leistung entsprechend angepasst. 147 kW leistet er. Ist gekoppelt an ein Mild-Hybrid-System mit 48 Volt Riemen-Starter-Generator. Der Elektromotor, der hier zusätzlich ein bisschen boosten kann, der steckt im Automatikgetriebe, der leistet 17 PS und 153 Newtonmeter, kann also auch so im unteren Drehzahlbereich noch ein bisschen boosten, entlastet da auch so ein bisschen eben den Motor, dass der dann im oberen Drehzahlbereich richtig schön powern kann, bis eben der Turbolader sauber wirkt. Und das macht er echt angenehm, wenn man ihn dann mal benutzt. Man kann dann auch schön eben runterschalten. Und hört dann auch eben, wie kraftvoll, schön, kernig dieses rein Sechszylinder-Triebwerk klingt. Kraft ist genügend vorhanden. 450 Newtonmeter Drehmoment bietet er. Jetzt die Standarddaten 0 auf 100 sind hier mit 8,4 Sekunden angegeben und 212 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Beides ist mehr als glaubwürdig. Der Motor schiebt nämlich richtig gut an. Und knapp 2 Tonnen wiegt aber auch der CX-60 leer, ohne mich. Und von dem her sind wir dann schon bei rund 2 Tonnen eben, was der Wagen auf die Waage bringt. Das ist nicht wenig, aber der Sechszylinder passt halt hier richtig gut dazu. Kommen wir aber nochmal zum Mild-Hybrid-System, denn das sollte erwähnt werden. Das ist sehr interessant, wie Mazda hier eigentlich von der Abstimmung vorgeht. Mazda versucht, den Sechszylinder-Diesel nämlich allzu oft als Vollhybrid quasi laufen zu lassen. Das bedeutet, immer wieder, nicht nur im Schubbetrieb, den Motor komplett abzuschalten und den Wagen segeln zu lassen, sondern auch dann den Motor abzuschalten, wenn man eben nur eine sehr, sehr geringe Lastanforderung gerade abruft, sodass eben eine Teilstrecke von ein paar hundert Metern rein elektrisch zurückgelegt werden kann. Sehr, sehr gute Idee, funktioniert in der Praxis auch allzu oft eben sehr gut, dass er eben abschaltet, aber, und genau da ist das große Aber, der Kraftschluss, wenn er dann wieder hergestellt wird, nach dem Abschalten des Triebwerks, der ist meist sehr unharmonisch. Da gibt es immer einen deutlich spürbaren Ruck. Und das liegt wohl daran, weil eben das Getriebe die Gänge entsprechend auch variiert. Dann ist der Kraftschluss zum Motor entkoppelt. Wenn das zusammenwirkt, Motor wird wieder angeschlossen, Getriebe überlegt sich, habe ich den richtigen Gang? Und dann gibt es den Punkt, dann gibt es eben einen Ruck. Das ist manchmal sehr unharmonisch, manchmal sehr unschön. Also hier sollte Mazda meiner Meinung nach wirklich nochmal nachbessern. Was ich aber gehört habe von Mazda-Händlern ist, die bereits berichten, dass es hier viele Software-Updates bereits gibt für den Sechszylinder-Diesel, gerade in Bezug auf das Getriebe. Also meine Hoffnung, dass hier demnächst auch noch eine deutliche Verbesserung eintritt. Das Ganze soll natürlich auch dazu führen, dass eben der Verbrauch eben so gering ist, wie er denn angegeben ist. Und der ist ja unter 5 Liter im WLTP-Zyklus angegeben. Wir haben jetzt hier die Variante eben mit 200 PS und Hinterradantrieb. Das heißt also, die hintere Achse wird angetrieben. Ist natürlich auch nochmal so ein Thema Richtung BMW. BMW bietet den X3 nur als Allrad an. Hier habt ihr die Möglichkeit, eben einen Hinterradantrieb zu bekommen. Für die, die meinen, sie brauchen das nochmal fahrdynamisch, vielleicht wollen sie mit dem Fahrzeug doch nochmal driften. Das wäre natürlich hiermit möglich. Aber meiner Meinung nach macht man sowas mit so einem großen, schweren SUV ja eher weniger. Power wäre sicherlich da und auf rutschigem Untergrund ist das auch gar kein Thema. Aber verhindert wird das Ganze natürlich durch die schönen Assistenzsysteme, die hier verbaut sind. Und da gibt es eben zahlreiche, sowie eben eine Querverkehrswarnung, ein automatisches Notbremssystem, ein Kollisionswarnsystem, auch beim Gegenverkehr abbiegen
und dann eben automatische Distanzregelung, automatische Spurhaltung und Totwinkelüberwachung, sowie eben dann auch teilautonom hier schon unterwegs sein können. Level 2 Plus ist hier das Wort, nachdem ich jetzt gesucht hatte. Und was eben auch so ein Thema ist, der Mazda CX-60 will kein richtiger Dynamiker sein. Also das fällt auf alle Fälle auf. Warum? Das ist einfach der Hintergrund. Man merkt, das Fahrwerk ist zwar sehr straff abgestimmt und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil eben hier noch ein schwerer Plug-in-Hybrid untergebracht wird, den es ja auch noch gibt. Es fällt auf, dass hier die Federdämpferabstimmung einfach etwas unbeholfen wirkt. Vor allem, wenn es eben auf so Querfugen geht oder kurze Stöße, die werden dann eben etwas trocken überrollt und auch eben trocken gerne mal an die Insassen weitergereicht. Das fühlt sich einfach insgesamt nicht so harmonisch an, wie es eben die anderen Mitbewerber hier können. Ein adaptives Fahrwerk gibt es leider auch nicht. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, um dem Ganzen hier ein bisschen entgegenzuwirken. Zudem fällt auf, dass hier die Hinterachse deutlich weicher ist als im Plug-in-Hybriden. Die ist deutlich straffer. Das liegt vielleicht auch am Zugbetrieb eben für den Anhänger. Hier haben wir 2,5 Tonnen maximale Anhängelast und 100 Kilo Stützlast auf der Anhängerkupplung, die aber über den Zubehör geordert werden muss. Das muss man auch gleich erwähnen, ab Werk ist sie nicht bestellbar. Das muss dann euer Mazda-Händler eben einbauen, wenn ihr diese bestellt habt. Auf der Straße ansonsten macht der Mazda CX-60 eine sehr, sehr gute Figur. Er lässt sich schön fahren, auch Kurven nimmt er ganz gut, wobei hier auffällt, wenn es ein bisschen rutschiger wird, dann fängt er schon sehr frühzeitig an, über die Vorderachse nach außen zu schieben, ist aber trotzdem sehr gut kontrollierbar. Ein echter Dynamiker will er einfach nicht werden. Er wirkt immer ein bisschen schwerfällig, gerade wenn man dann eben auf kurvigen Strecken unterwegs ist. Auch die Lenkwinkel sind etwas zu groß für dynamisches Fahren. Also hier wirkt ein BMW X3 beispielsweise deutlich handlicher, agiler, leichtfüßiger. Hier ist der Mazda eher so ein bisschen der schwerfälligere, ja, gesättigtere Typ. Also da könnt ihr euch natürlich auch entscheiden, was für ein Typ von Fahrer seid ihr. Auch eher so ein bisschen der entspannte, lässige Typ. Dann ist mit dem Mazda sicherlich richtig angestellt. Wenn ihr eher ein Dynamiker seid, dann werdet ihr vielleicht eher mit dem BMW schlicht und ergreifend zum Beispiel glücklich werden. Ich bin jetzt auch soweit glücklich, dass ich jetzt noch dem Sechszylinder hier ein bisschen lauschen kann und ihn auch noch ein bisschen ausnutzen kann. Und wir sehen uns jetzt gleich zur Endabrechnung mit dem Fazit. Und dann gehen wir dann natürlich auf die Kritikpunkte nochmal genauer ein, die positiven Punkte, die Preise und vor allem jetzt natürlich ganz wichtig den Verbrauch des reinen Sechszylinder-Diesels. Also bis gleich. Ich bin echt verliebt in den Mazda CX-60. Ein verdammt tolles Auto, optisch gefällt er mir gut. Der Motor ist einfach nur ein Traum von Triebwerk. Kraftvoll, schön kernig im Klangbild und am Ende brutal effizient. Dazu kommen wir aber gleich. Leider hat er Schwächen beim Fahrwerk. Das Fahrwerk ist einfach nicht sonderlich ausgewogen. Da fehlt noch Feinschliff. Genauso viel Feinschliff oder sogar ein bisschen mehr fehlt hier noch beim Getriebe und im Zusammenspiel mit dem Mildhybrid-System. Gerade wenn das Fahrzeug versucht, so ein Stück elektrisch zu fahren, bis dann eben der Kraftstoß wieder hergestellt wird. Das ist zu ruppig. Ab und an, das ist unschön gelöst, das sollten Sie lösen und in meinen Augen sollten Sie nochmal so am Finish der Verarbeitung was tun, denn Spaltmaße sowie die Heckklappe hier zum Beispiel bei unserem Testfahrzeug ist nicht ganz optimal eingepasst. Also solche Geschichten, da müsste Mazda nochmal ein bisschen nachlegen, ich bin mir aber sicher, das werden Sie auch tun. Beim 3,3 Liter rein 6-Zylinder-Diesel brauchen Sie gar nichts machen. Der läuft einwandfrei. Der macht auch richtig Spaß. Die große Frage am Ende ist natürlich, ist ein Diesel in der heutigen Zeit eigentlich noch verkaufbar oder ist es ein reines Leasingfahrzeug? Beim Leasing ist es dann wahrscheinlich so, dass das Fahrzeug trotz des niedrigen Preises am Ende der deutschen Konkurrenz unterlegen ist, weil die deutschen Hersteller da schlicht und ergreifend mit anderen Restwerten kalkulieren und die Fahrzeuge natürlich dann am Ende in der Leasingrate günstiger anbieten können. Was kostet der Mazda CX-60 mit dem 3,3 Liter rein 6-Zylinder Diesel? So wie er da steht als Humura würde ich ihn auch nehmen mit der sportlichen Ausstattungslinie, schwarze 19 Zoll Räder, die wir hier drauf haben. Schönes Leder innen, auch ein bisschen auf Sportlichkeit getrimmt. Und dann noch die ganzen Ausstattungsoptionen. Los geht's bei 54.650 Euro für den Humura. Es gibt dann noch den
Exclusive Line und darunter den Center Line, wobei man aber sagen muss, die meisten werden wahrscheinlich zum Humura oder zum Takumi greifen. Da Takumi nochmal das feinere Fahrzeug im Innenraum, allerdings nur mit weißem Innenraum, das muss man mögen. Und wer 3.500 Euro mehr nochmal investiert, der bekommt den Wagen dann eben mit 54 PS Mehrleistung und Allradantrieb. Und das wäre wahrscheinlich sogar meine Empfehlung. Warum? Nicht, weil ich mit dem Hinterradantrieb nicht mehr als zufrieden bin, sondern weil er am Ende wahrscheinlich den besseren Wiederverkauf hat. Gerade Zugfahrzeug 2,5 Tonnen kann er ja ziehen. Da ist der Allrad nochmal praktischer. Und auch im Alltag, denke ich mal, wenn es ein bisschen rutschiger wird, kommen da einfach noch ein paar Reserven mehr, ohne dass der Wagen jetzt deutlich ineffizienter wird. Effizienz ist auch das Hauptstichwort hier für den Mazda mit dem großen Dieselmotor. 4,8 Liter ist der angegebene WLTP-Verbrauch. Genau den haben wir erreicht auf unserer Verbrauchsrunde erstaunlicherweise. Wieder mal zeigt Mazda, dass die Bordcomputerwerte leicht über den effektiven Werten liegt. Das ist mir auch schon bei meinen Mazda-Berichten aufgefallen. Und auch wenn man mal so mit den Kollegen spricht, fällt das auch auf, dass das immer mal wieder so ein Punkt ist. Mazda zeigt im Bordcomputerwert meist mehr an, als er dann am Ende benötigt. Damit haben wir natürlich einen Aktionsradius von deutlich über 1000 Kilometern mit 58 Liter Kraftstofftank. Also auch das zeigt, der Wagen ist effizient. Und man kann ihn auch brutal effizient bewegen im Alltag. Ich bin ihn selten über 5 Liter gefahren, auch mit Kurzstreckenbetrieb. Also auch da zeigt der Mazda echt, was wirklich machbar ist und haut den anderen auch nochmal ordentlich eins rum. Denn die 2 Liter Vierzylinder Turbo-Diesel der Konkurrenz aus Deutschland, die sind definitiv nicht besser, sondern meist deutlich verbrauchsintensiver. Und wer dann natürlich nochmal den Preis schaut, da liegen wir so 8.000 bis 10.000 Euro, liegt der Mazda unter den Vierzylinder-Wettbewerbern. Und wer dann noch einen Sechszylinder möchte, wie zum Beispiel den BMW X5 30 Diesel und den dann mal mit einbezieht, ja, dann sind wir schon mal bei ungefähr 15.000 bis 18.000 Euro Unterschied. Also das ist schon eine stolze Nummer. Übrigens, ein großer Punkt auch für den Mazda und darum ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, ihn doch tatsächlich zu kaufen am Ende des Tages. 6 Jahre Herstellergarantie oder 150.000 Kilometer. Also auch da hat man natürlich die Möglichkeit, viele Kilometer auf den Wagen hier drauf zu braten. Ich bin mir sicher, am Ende lässt er sich sogar auch noch ganz gut verkaufen als Gebrauchter. Aber jetzt bin ich vor allem gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir gerne mal, was ihr dazu sagt. Dieselmotor in einem solchen Fahrzeug jetzt noch auf den Markt zu bringen, sinnvoll oder nicht sinnvoll? Also das können wir jetzt ein bisschen diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben, das Abo des Kanals. Das hilft hier ungemein, um noch weitere Videos für euch zu produzieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Gubi.